So, hallo zur nächsten Folge von Spark Check, dein Kanal. Wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 4 und ich habe mir wieder mal zufällig eine Person herausgepickt von den Videoantworten. Es waren 69 an der Stück und die Person, die ich daraus gezogen habe, war Legostein77. Der Kanal ist jetzt in der Beschreibung verlinkt. Einfach mal auf den ersten Link draufklicken, sodass wir mit dem Checken beginnen können. Ich hoffe, wir sind jetzt alle auf dem Kanal drauf, damit auch jeder versteht, worum es geht. Das war jetzt so ein Kanal, wo ich mir gedacht habe, nach dem ersten Video, ouch. Also ich konnte das nicht ganz fertig gucken, es war so ein bisschen grenzwertig, aber dazu komme ich dann gleich. Erstmal geht es um den Hintergrund und das Profilbild. Punkt 1, Hintergrund und Profilbild. Das Hintergrundbild ist soweit eigentlich ganz okay, es ist relativ simpel gehalten. Er hat auch gesagt, es ist selbst gemacht. Und man sieht auf jeden Fall schon mal, worum es geht. Also es sind Minecraft-Skins abgebildet und auch noch Spielfiguren aus seinen anderen Spielen, die er so spielt. Allerdings kommt jetzt wieder so langsam die Klaue des Urheberrechts über meinen Nacken gefahren, sodass mir ein kalter Schauer den Rücken herunterläuft. Denn diese Grafiken werden wohl oder übel auch urheberrechtlich geschützt sein. Kann ich jetzt wieder nicht zu 100% sagen, aber auch schon im letzten Mal wurde mir angekreidet, dass ich nicht, bloß weil ich zu 100% nicht sagen konnte, ob es so ist, dass ich ihm deshalb nicht Punkte abziehen kann. Nein, ich ziehe ihm trotzdem deswegen Punkte ab, weil man wirklich sehr vorsichtig damit sein muss. Und wenn ihr tatsächlich recht daran hätte, müsst ihr es wahrscheinlich wohl auch irgendwie kennzeichnend machen, denn das kann man auf Anschlag so nicht wissen und dann dafür könnte man theoretisch doch echt angekreidet werden. Also bei sowas immer auf jeden Fall aufpassen. Auch an ihr, die gerade zuschaut und euch einen Kanal erstellen wollt, bei solchen Sachen immer die Ohren aufmachen, beziehungsweise die Augen, und wirklich nur Sachen verwenden, an denen ihr auch die Rechte habt. Des Weiteren kann man noch den Namen oben längs gezogen einmal sehen auf der linken Seite und das ist soweit okay. Wenn ich in die Bewertungen übergehen möchte, müsste ich dann halt wiederum die 10 Punkte in 2x5 aufteilen, einmal 5 auf Hintergrund, einmal 5 auf Profilbild. Und für den Hintergrund würde ich sagen, gibt es 2 von 5 Punkten, da dort noch einiges herauszuholen ist und ich denke mal, das ist eine relativ angemessene Bewertung. Man muss es dann ein bisschen in Relation setzen im Vergleich zu anderen und von daher denke ich mal, dass das so okay ist. Beim Profilbild habe ich mir ein bisschen schwer getan. Soweit ich das sehen konnte, besteht es aus zwei Elementen. Einerseits einem Screenshot im Hintergrund und andererseits einer Schrift im Vordergrund. Soweit ist das gar nicht mal so schlecht, aber in dieser Kombination gibt es das Problem, dass man diese Schrift einfach gar nicht lesen kann aufgrund der Größe. Ich muss gestehen, ich konnte mit dem Profilbild leider nicht allzu viel anfangen. Es trifft einfach nicht den Sinn eines Profilbildes und deshalb, vor allem weil man es gar nicht mal überhaupt entziffern kann, muss ich leider 0 von 5 Punkten darauf geben, was in der Endsumme bei Punkt 1 Hintergrund Profilbild 2 von 10 Punkten macht. Punkt 2 Video, also Bildqualität und Audioqualität. Bei der Bildqualität muss ich sagen, habe ich die Hände um den Kopf zusammengeschlagen, denn wir haben bei den letzten LP-Parts eine Qualität von sage und schreibe 240 Pixeln. Also das Minimalste, was überhaupt dort zu machen gibt. Und wenn man gerade in einer Höhle befindet, ich habe ein bisschen vorgespult gehabt, da war es stockenfinster, man hat absolut gar nichts gesehen und ich konnte mit dem Video an sich überhaupt so gar nichts anfangen. Zu dem Format muss ich sagen, dass es das schlechteste Format ist, was man nehmen kann, nämlich das ist das Standardformat von 4:3. Man sollte Breitbild 16:9 verwenden und schon hat man auch nicht die riesigen schwarzen viereckigen Ränder dort. Das ist schon mal, wenn man vergleicht, wie groß der Videoplayer ist, ein riesiger Teil an Bild, der dort verloren geht, zusätzlich, obwohl es schon nur in 240 Pixel ist. Und das heißt im Klartext schon mal ein Riesen-Autsch und dann gibt's nochmal ein Dreifach-Autsch drauf wegen Frame-Rucklern. Also hier kommt praktisch alles zusammen, was praktisch das Video schlecht drückt, sage ich jetzt mal, oder in das schlecht hinein drückt. Kommen wir zur Tonqualität oder der allgemeinen Verständlichkeit des Ganzen. Ich konnte nicht allzu viel verstehen, man muss sich schon konzentrieren, damit man so ein bisschen was mithören kann. Also es liegt im Verhältnis so, dass die Hintergrundmusik viel zu laut ist im Vergleich zur Vordergrundmusik. Es ist kein absolut erholsames Klangerlebnis für den Zuschauer. Ich wäre da ganz vorsichtig und finde das ein bisschen gräulich, muss ich sagen. Ich hatte früher auch den Fehler gemacht, dass die Hintergrundmusik viel zu laut war, habe mich aber dann dran gewöhnt, das ein bisschen leiser zu stellen. Lieber ein bisschen zu leise als ein bisschen zu laut. Von daher war es auch wirklich sehr, sehr hart, da überhaupt am Video beizubleiben und das Ganze sich anzuschauen. In der Endbewertung sieht das Ganze folgendermaßen aus. Es ist eine ziemliche Katastrophe drin gewesen und ich würde es wohl oder übel leider mit 0 von 10 Punkten bewerten und ich denke mal, da sollten oder könnten einige oder mehrere meiner Meinung sein. Es haben sich so viele negative Sachen gestapelt, dass man da wirklich keinen Punkt mehr geben kann. Punkt 3, der Inhalt, den lassen wir wie üblich mal wieder aus. Ich erwähne ihn nur mal nebenbei, damit einige Bescheid wissen, dass der eigentlich auch mal berücksichtigt war am Anfang, allerdings jetzt im Nachhinein rausgelassen wurde, weil es zu viel Arbeit ist. Und vor allem möchte ich oder wollte ich mir nicht bei dem Videomaterial oder bei der Qualität mir sämtliche Videos anschauen, um dann ein Inhaltsbild mir so zusammen zu strukturieren. Hoffe, das ist verständlich, auch hier wird es wiederum übersprungen. Deshalb machen wir weiter mit Punkt 4.
Punkt 4, Regelmäßigkeit. Bei Punkt 4 ist es so, dass man ziemlich einfach noch Punkte sammeln kann, wenn das vorher nicht so ganz so gut gelaufen ist. Das der einfachste Punkt ist, wo man einfach mit Quantität versuchen kann, sich da ein bisschen hochzuarbeiten. Er liegt hier in diesem Falle bei 3-4 Videos pro Woche, was für einen LP-Kanal, ich sage mal so, nicht unbedingt perfekt ist, aber auch nicht gerade sonderlich schlecht ist. Also für einen LP-Kanal würde ich in dem Fall sagen, Top-Bewertung kann ich nicht geben im Vergleich zu anderen Leuten. Ich gebe ihm für die Regelmäßigkeit von 3-4 Videos pro Woche, in der Regel so 3, 7 von 10 Punkten. Es ist noch okay. Kommen wir zur Endbewertung. Wir haben also in Punkt 1 2 von 10 Punkten, in Punkt 2 0 von 10 Punkten und in Punkt 3 7 von 10 Punkten. Macht gesamt insgesamt 9 von 10 Punkten. Allerdings muss ich jetzt eine kleine Sonderregelung einführen. Und zwar sind das Bonuspunkte oder Spezialpunkte für besondere Leistungen oder für besonders schlechte Leistungen oder für sogar strafbare Leistungen. In diesem Falle würde ich in der Gesamtwertung des Kanals noch einen Zusatzpunkt abziehen, da er auf jeden Fall zu 100% urheberrechtlich geschützte Musik in seinen Videos mit eingebettet hat als Hintergrundmusik. Aufgefallen ist mir das, als ich mich in ein Video hineingeschaut habe, nämlich den Part 2 seines Minecraft-Let's Plays. Dort läuft dann nach etwa einer Minute das Lied Revenge von Captain Sparkles im Hintergrund. Es gibt leider gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Klar wäre es schön, wenn man alles Mögliche verwenden darf, aber in diesem Fall ist das leider sogar strafbar. Deshalb gibt es hier von mir noch einen Zusatzpunktabzug für das Gesamtergebnis. Haben wir dann also am Ende noch insgesamt 8 von 30 Punkten. Das sind 26,7% und von 0 bis 30% gibt es laut meinem Notenspiegel eine 6. So viel zur Endbewertung, das wäre es auch schon gewesen von dieser Folge. Ihr könnt jetzt auch gerne an mir Kritik üben, wie ich das Ganze bewertet habe. Ich habe hier allerdings ein Skript vorliegen, wo ich das Ganze erstmal analysiert habe und bin dann zu diesem Schluss gekommen. Und ich denke mal, dass das Ganze auch einigermaßen gerecht verteilt ist im Vergleich zu anderen Leuten, die ihre Kanäle haben und die ihre gewisse Qualität haben. Das Ganze ist jetzt kein Diss oder ein provokantes Schlechtmachen des Kanalbetreibers. Er hat sich dazu selbst entschlossen, daran teilzunehmen an Spark Checked und hat mir auch eine Videoantwort dazu erstellt, wo er darum bittet, ist natürlich klar. Und ich habe auch gesagt, dass ich es je nach Laune checke. Manchmal vielleicht ein bisschen aggressiver oder ein bisschen strenger, manchmal ein bisschen lockerer. Heute war es vielleicht ein kleines bisschen aggressiver, aber ich konnte auch relativ viel kritisieren, wenn man sich den Kanal dann angeschaut hat. Muss man hoffentlich verstehen. Vielleicht seid ihr mit mir einer Meinung, vielleicht auch nicht, vielleicht denke ich, wäre der größte Arsch auf Erden. Kann ich jetzt nicht so beurteilen, jedenfalls war das so meine Meinung. Ich habe mich hier reingesetzt, ein bisschen analysiert und das kam dann am Ende bei raus. Wenn ihr euch halt jetzt doch noch traut, eventuell daran mitzumachen und dass ich euch vielleicht auch mal checke, vielleicht wisst ihr, dass ihr etwas besser seid und dabei besser wegkommt, das kann auch sein, dann könnt ihr jetzt eine Videoantwort wieder unter dieses Video hier posten. Diese sollte maximal eine Minute lang sein mit Spark, bitte check meinen Kanal und ein paar kleinen Infos über euren Kanal, was ihr so erzählen könnt. Dann schaue ich mal ein bisschen vorbei, ihr könnt das Ganze interessant und kreativ gestalten, dann werde ich vielleicht so ein bisschen drauf hängen bleiben und mir den Kanal ein bisschen genauer anschauen. Ihr solltet allerdings unter 200 Abonnenten haben, da es wohl eher eine Art Promotion gleichzeitig auch für die etwas ganz kleineren Kanäle ist. In der Regel haben sich bis jetzt alle Abonnentenzahlen der vorherigen Kanäle, die ich gecheckt habe, verdoppelt mindestens. Und von daher würde ich sagen, eigentlich lohnt es sich doch dann vielleicht daran teilzunehmen, auch wenn man da ein bisschen Kritik einstecken muss. Vielleicht weiß man dann, was man noch nicht so gut kann und kann das ein oder andere besser machen. Ansonsten bin ich jetzt raus an dieser Stelle. Vielleicht sieht man sich in dem nächsten Video, vielleicht auf meinem Hauptkanal. Einige Leute, die mich nur über diesen Kanal kennen, wissen vielleicht gar nicht, dass ich einen Hauptkanal habe. Das ist nur mein Zweitkanal. Ihr könnt gerne auf meinem richtigen Kanal vorbeischauen. Der ist auf dem Kanal verlinkt und wenn ich dran denke, poste ich mal hier in die Beschreibung den Link zum Hauptkanal. Kann hier alles möglich sein. Ich bin dann raus und tschüssen.